Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Für mich gibt es jetzt erstmal Frühstück. Ich habe hier zwei Toast am Start und ein Whey Shake mit 40 Gramm Whey Protein. Und dazu habe ich noch einen Tee gemacht, schwarzer Tee mit bisschen Milch und Süßstoff. Das Ganze einfach ein paar Kohlenhydrate hier mit dem Toast. Dazu werde ich mir, denke ich, irgendwie Schinkenbraten, Lachsschinken, irgendwie sowas, was weniger Fett hat, auf meinen Toast schmeißen. Und dann habe ich hier noch meine 40 Gramm Whey vorm Training, ganz einfach. Ich esse mein Whey, beziehungsweise ich esse mein Eiweiß um mein Training herum, genauso das gleiche mit meinen Kohlenhydraten. Immer ums Training herum Kohlenhydrate und Eiweiß. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. Im Aufbau mache ich das jetzt auch, weil ich möchte das einfach und deswegen mache ich das. Jetzt gibt es erstmal Frühstück und dann geht's ins Gym. Frühstück ist jetzt gegessen, Leute, und es geht jetzt sofort ins Training. Heute steht Pull auf dem Programm. Heute ist der B-Tag, sprich, heute wird schwer trainiert. Am A-Tag wird natürlich auch relativ schwer trainiert, aber am A-Tag fokussieren wir uns mehr auf mehr Wiederholungen, auf mehr Hypertrophie. Und am B-Tag fokussieren wir uns mehr auf mehr, sag ich mal, Kraft. Und jetzt gibt es erstmal nochmal Whey. Ich mache die Post-Workout-Shakes, 40 Gramm Whey für nach dem Training. Und ich würde sagen, man sieht sich im Gym wieder. Im Gym angekommen, bin ich jetzt auch am Start. Erstmal scharf werden, komm. Und ich habe den Turn-Up dabei, den haben wir jetzt schon länger nicht mehr genommen. Den haben wir jetzt seit einem Jahr und der ist immer noch nicht leer. Und wir teilen eigentlich immer, also wenn wir einen Booster nehmen, dann schmeißen wir immer eine Runde. Und deswegen, Arthur hat gefragt, ob wir Bock haben, heute mal wieder einen Booster zu nehmen. Die letzte Zeit haben wir gar keinen Booster genommen und vor allem nicht so einen, wenn ein EU-Booster, ein leichterer Booster. Und halt jeden Tag selbst gemixt, aber das ist halt Kreatin, Beta, Anime. Genau, das ist halt kein richtiger Booster, sondern eher so ein Pre-Workout-Check einfach. Den geben wir uns heute, das ist ein richtig, richtig guter Booster.
Erstmal Postwirkung. Mehl. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier eine halbe Dose Kidneybohnen, halbe Dose Mais. Dann haben wir noch 120 Gramm Kichererbsen. Drei Dosen, also eineinhalb Dosen Thunfisch pikant, also mit Gemüse. Und Sriracha obendrauf. Und da drin sind noch 50 Gramm Reis. Das gibt's bei uns. Dann sieht das Ganze so aus hier. Die Hälfte gegessen und bin schon satt. Und deswegen esse ich jetzt einfach nicht weiter. Ich werde das Essen jetzt in eine Tupperdose packen. Und später, wenn ich wieder hungrig bin, esse ich einfach weiter. Das empfehle ich jedem, vor allem in der Diät. Im Aufbau jetzt vielleicht nicht, weil die Kalorien da reinkriegen müsst. Aber jetzt in der Diät, ich bin jetzt satt. Und deswegen höre ich einfach auf zu essen. Ich esse nur so viel, wie ich Appetit habe. Das packe ich jetzt alles ein in Tupperdose, wie schon gesagt. Und später, wenn ich dann hungrig bin, habe ich dann auch ordentlich was zu essen. Und so mache ich das. Was mit dir, isst du auf, oder? Also ich esse auf jeden Fall auf, weil ich habe noch dicken Appetit. Ja. Dann? Und lass nochmal über den Booster reden. Ja. Wie war der Booster? Wie fandst du den? Also wie schon gesagt, wir haben ja richtig lange keinen richtigen Booster mehr genommen. Und wir haben nur einen Scoop genommen, das war auch die empfohlene Serving Size. Auf jeden Fall haben wir nur einen Serving genommen und das hat richtig ordentlich reingeknallt. Ja. Also schon direkt richtig angefangen zu schwitzen. War voll im Fokus im Training. Und aber auch nach dem Training war ich ein bisschen so, war ein bisschen beschwindelt, weil so lange einfach keinen heftigen Booster mehr genommen. Ja. Also bei mir war es auch so, ich hatte mehr oder weniger einen guten Tunnelblick, habe die Musik gespürt, habe am Anfang Laberflash gehabt, muss ich sagen, also ich habe ja 20 Minuten gelabert ungefähr und der war ich schon perfekt aufgewärmt. Ich habe mich aber nebenbei auch aufwärmen können. Ja, nebenbei, ne? Ja, und ja, auf jeden Fall war ein richtig gutes Training, ja. Kraft ging nach oben, trotz jetzt 6 Tagen im Defizit von 1000 Kalorien ungefähr, also ja. Mein Gewicht heute Morgen war übrigens bei 75,2, also 200 Gramm schwerer als gestern. Also ich habe leider vergessen, mich zu wiegen. Oh, dann habe ich gegessen und dann wollte ich mich nicht mehr wiegen, weil das wird das Ganze verfälschen. Genau. Wenn ihr euch wiegt, dann immer zur gleichen Zeit. Ja. Ne? Ja. Erstmal zu Kaufland. Erstmal Einkauf. Erstmal ins Auto. Erstmal ein Brezel. Erstmal. Ja, nur da ist es nach Hause. Erstmal Wassermelone schneiden. Erstmal Melone essen. Erstmal zu Henny. Erstmal, hä? Arthur, hast du irgendwo Arthur gesehen? Nö, der ist weg. Hä, Arthur, wo bist du? Hä? Digga, ich bin in Lichtenau. Ich bin in Lichtenau, Mann. Digga, wie ist das denn jetzt passiert? Naja, egal, oder? Ich würde sagen, ich chill erstmal eine Runde hier. Hä, bist du nicht hineingestiegen? Fuck. Wo ist er denn? Wo ist er denn hin? Lichtenau meint er. Nehmen wir eins. Hä, eigentlich bin ich mit eingestiegen, aber kein Plan, wie das passiert ist, dass ich jetzt hier gelandet bin. Aber naja, was soll man machen, ne? Ich trinke jetzt erstmal hier auf jeden Fall einen Cappuccino und dabei werde ich ein Video schneiden. Aber naja, ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber ich würde sagen, dir erstmal dann einen schönen Abend mit Henny, ne? Grüße gehen raus, Henny. Aber Pete ist doch auch dabei. Das ist doch nicht fair. Was hast du ich da? Ich würde mal sagen, die Grüße gehen zurück, ne? Und der Latte Macchiato ist auch dabei. Und wir gucken gerade Fußball. Viel Erfolg beim Schneiden. Mensch, den hab ich doch gar nicht gesehen. Grüße gehen auch raus an dich, Pete. Und ja, vielen Dank dafür, Digga. Ja, ich mache jetzt erstmal das Video fertig und mal schauen, was da noch geht. Wie man hören kann, mache ich mir gerade meine nächste Mahlzeit. Oder kann man es hören? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es genau das hier bei mir. Kartoffeln mit Kidneybohnen und Thunfisch. Was machst du gerade, Arthur? Läuft das Schneiden? Ich hoffe schon, ne? Ja, Bro, ich bin gerade erst fertig geworden mit Schneiden. Es hat irgendwie 3 Stunden oder so gedauert. Ich habe angefangen, wollte schneiden und dann ging das Programm irgendwie nicht mehr. Da musste ich erstmal schauen, was ich machen muss und ach, ganz viel Stress. Musste das erstmal von einem Laptop auf den anderen ziehen, dann ging es da auch nicht. Da musste ich wieder eine neue Version auf dem anderen Laptop holen. Aber jetzt hat's alles funktioniert. Ich habe das Video fertig geschnitten. Und ich gehe jetzt auch gleich pennen. Deswegen würde ich sagen, mach mal du die Verabschiedung heute.
Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Sieht vielleicht nicht unbedingt lecker aus, aber schmeckt ehrlich richtig gut. Auf jeden Fall gucken wir gerade noch Fußball. Dortmund gegen Bayern und es ist gerade Elfmeterschießen. Ja, das sieht schon eklig aus. Auf jeden Fall ist jetzt Elfmeterschießen. Schauen wir mal, ne? Und der ist wieder in die Ecke, Alter. Adios, was? So, ich bin jetzt auch zu Hause. Sowas ist immer richtig ätzend, Arthur. Wird auf jeden Fall Zeit, dass du einen neuen Laptop holst, aber was wir machen, Hauptsache hast du das Video jetzt im Endeffekt noch geschafft zu schneiden. Auf jeden Fall bin ich jetzt zu Hause und meine Schwester hat hier so ein French Toast-artiges Teil gemacht mit Haferflocken, einem Oreo-Keks, Kokosraspeln, Protein Spread. Das sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus. Falls ihr Bock habt, das bei Engels Kitchen zu sehen, das Rezept, dann machen wir das natürlich. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich mache jetzt erstmal eine Serie an, solange ich das esse. Und zwar wahrscheinlich, wie heißt die nochmal, Limitless. Kann ich nur immer wieder wiederholen. Das ist einfach eine Weltklasse-Serie. Ich mach mal den Live-Test erstmal, wie das Ganze schmeckt. Das schmeckt so heftig, ne? Krank. Das soll es auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben bewertet. Wenn ihr das Video kommentiert, was ihr sehen wollt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Einfach irgendwelche Anregungen, sehen wir immer gerne. Und falls ihr neu dazugestoßen seid und noch nicht abonniert habt, würden wir uns natürlich auch über ein Abo freuen. Aber ich würde jetzt mal langsam sagen, bis zum nächsten Mal. They only lead back to you, back to you.